Hier was grüßen und herzlich willkommen auf der Walchen. So, im heutigen, in der heutigen Folge werden wir unseren Drescher besorgen. Ja, ob wir uns den kaufen, bin ich jetzt am überlegen. So. Geht sie locker aus. Denn wir haben drei Felder zum Dreschen. Und jetzt werden wir theoretisch einmal gleich anfangen, zum ersten hinzufahren. Genau. Da werden wir, haben Sonnenblumen angebaut. Nicht schon, eigentlich nicht, aber das Feld haben wir uns gekauft. Ja. Könnten wir theoretisch warten oder wir ernten das jetzt. Genau. Die Felder sind ja schon schön markiert. Herzlich willkommen in der Ortschaft Walchen. Wir haben Fußgänger. Und hoffentlich bleiben wir nicht stecken. Ah, das geht sich schon aus. Achtung! Die Florian kommt! So, das ist ein bisschen eher abseits den Rapskimmadrischen, aber zuerst fangen wir mit den Sonnenblumen an. Ja. Sprich, wir brauchen einen Drescher und zwei Schneidwerke, das müssen wir uns jetzt noch kaufen. Wir werden uns dann natürlich gleich Geld zurückergattern im Sinne von den ganzen Ernteneinnahmen, wo wir sicherlich einiges jetzt bekommen werden, aber auch nicht die Welt. So, da werden wir uns jetzt da oben stellen. So. Mal schon ein schönes Foto machen. Oh ja. Wir brauchen dennoch auch sehr schöne Fotos. Jetzt nehmen wir uns mal einen Kredit auf. Ja, ich weiß, dass wir am Anfang sehr viel Kredit brauchen. Schaut euch das an. Dadurch, dass wir schon so einen relativ großen Betrieb haben, können wir einen großen Kredit aufnehmen. Mit Rescher. 140.000 kriege ich einen Terminator. Es sind zwar näher, aber mir persönlich würde die nehmen. Aber unten das Gerüst in schwarz und nein, ohne GPS. Ja, finde ich sehr passende Maschine. Dazu passende Pflücker. Also dies kostet 20 klar. Die dauert schon so gern. So denn das 8 Meter. 8 Meter ist schon viel. 6 Meter dauern. 3er. Aber im Endeffekt, jetzt schaut euch her, das Glas passt gut dazu und da Ding. Dauert so, was ist der Drescher ist, das passt eigentlich eh, weil das klappt aus. Ich bin jetzt dafür, bin optimistisch, dass es keine 8 Meter hat. Es hat keine 8 Meter.
Es ist falsch beschriftet. So, was haben wir da wieder für Elektro-Junk und Musik? Und dann werden wir uns... Den kann ich jetzt auch hängen, so wieder. Ah, das geht. Er passt zwar nicht ganz auf, aber das ist ja mir persönlich egal. Und jetzt schaut's, wo sie diese 8 Meter haben. Der Mähdrescher hat 3 Meter. Natürlich. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht überdimensioniert. Ich finde das passt, genau. Schreibt es ja gerne in die Kommentare, was ist da für Holz. Und jetzt können wir dann eure Sachen bei uns aggregieren mit Gugaroz und Co. Sprich, könnten wir dann auch Lohnaufträge annehmen. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt bei uns in der Wirtschaft. Überhaupt, wenn wir Mähdresch haben, Lohndrusch, momentan kein Problem. Dann vielleicht eine Serie geschaut, passt. Herzlich willkommen in Walchen, genau. Wir haben jetzt ein paar Ortsschilder verbaut. Das macht das Ganze nur mehr im Sinne schöner. Ja, Mähdrescher passt perfekt auf die Straße. Hätte uns nichts Besseres passieren können. Ja, Lagerhaus da oben, das ist nicht so, das gebaut. Jetzt wollte ich uns angerissen. Das hat sich auch ein bisschen verändert da. Der Gehsteig hat sich auch ein bisschen verändert. Fußgänger dürfen jetzt auf der Straße auch ein bisschen gehen. Haben wir auch verbaut. Ja. Ein paar Zäune haben wir geändert. Geht sich das aus? Nein. Da müssen wir stehen bleiben. Das geht sich leider nicht aus. Da müssen wir stehen bleiben. Herr Kollege. Sind Sie nicht der berühmte Schauspieler vom Trailer? Nein. Oder? Oh ja. Ich glaube schon, dass es war. Uff. Passiert. Okay. Hat keiner gesehen. Wir sind einfach gerade aufgefahren. Schon wieder so ein Ding. Ist so viel schöner, viel ruhiger, gelassener. So kann man es leben, so kann man spielen. So. Mhm. Und wir werden uns dann auch 6 Meter Geringhof nehmen. Weil ich finde, dieser Mähdrescher ist mit 6 Meter überhaupt nicht ausgelastet. Und 6 Meter ist, finde ich, auch die perfekte Schneidbreite, weil bei den normalen hast du eher 5 und zwischen 5 und 6 Meter ist nicht mehr viel und es ist perfekt klappbar. Wie den Glas. Und das ist so, glaube ich, auch gar nicht schlecht gemacht, dass wir jetzt mit denen fahren. Müssen wir den aufklappen? Genau. Jetzt schon ist erst ein Fehl. Das gibt's ja nicht. Es gibt. Hä? Hm. Na. Das geht so nicht. Hm. Gut, das machen wir anders. Das machen wir anders, das machen wir so. Zurücksetzen. Passiert einfach so. Kann man nichts tun.
haben wir Pech gehabt, gell? Mal dies probieren. Kostet zwar 65, aber schaut geil aus. Ein Glas ist Glas. Also wert ist es auf jeden Fall. Theoretisch müsste es ja funktionieren. Und wenn das jetzt auch nicht geht, dann ärgere ich mich gleich doppelt. Also... Warum zum Teufel hat der so ein Ding? So eine Kurve, die was sich nicht birgt. Das hat ja überhaupt keinen logischen Sinn, finde ich, oder? So. Das gibt es nicht. Ich habe noch nie so ein Problem gehabt mit einem Schneidwerk. Ich weiß, dass ich mit so, ich habe schon mit so einem schon mal druschen. War der? Mal ist er das ja eingeloggt, meiner Meinung nach, aber. Probieren wir das einfach. Traurig ist, dass die Standardmaschinen gleich Wert verlieren. Kostet 60, 40 ist wert. Nicht einmal angekoppelt. Ah, das geht. Schaut sich das an. Ui, das geht. So, jetzt haben wir eben das auch wieder. Ein bisschen Zeit vergoldet. Für die ganzen Fehlkäufe. Ah, das geht, das holen wir uns schon zurück. Dauert halt ein bisschen. Genau, das dauert nur ein wenig. Fahren wir nur mal, wir kennen sie ja eh schon, wie es fährt, wie wir Stricken haben. Ja, was willst du tun? Ich sehe es selber, dass das nicht das Einfachste ist, beziehungsweise man kann halt auch manchmal selber Fehler machen, wenn manche Sachen einfach nicht zusammenpassen. Traktoranhänger, das ist meistens kein Problem, aber metrisches Schneidwerk, auch wenn Glas oben steht, auch wenn es normalerweise sollte jeder metrisch an jedes Schneidwerk passen, weil die Punkte einfach gleich sein sollten. Aber ich sehe selber, dass der Mod passt mit denen zusammen. Weil der einfach unten diese Kurve hat, wo er sich nicht eingreift, nee, ich da sicher zusammengehen, aber zusammenklappen oder andere Sachen, wenn man so sagen soll. Aber was willst du tun? Ist einfach so. Schaffen wir es jetzt besser? Ja. Jetzt haben wir es besser geschafft. So ist es. Dann probieren wir es, glaube ich, ein bisschen gleich. Mähdrescher. Ein Mähdrescher ist natürlich leer. Ja, eben ja 40er, sprich, wenn man zurücksetzt, ist alle geil. So, wunderschön. Und schaut euch da, das geht. Darum wollte ich eigentlich das am Anfang nehmen, aber dann, warum soll man ein No-Name nehmen, wenn ich das Markenglas Schneidwerk gar nicht mehr kann. Traurig, aber... Aber so ist es. Jetzt haben wir das wieder mit den Gewichten, super. Es ist nicht die Bodenanpassung.
Es ist das Gewicht bzw. der Mod für die Maschinen, ja. Und so kehrt sich das normal auch mit der Ortsbraten, dass man da überhaupt was tun kann. Jetzt stellt euch vor, ich fahre da mit 3 Meter, da kann ich 6 mehr auf den Ofen nehmen, dass ich da mal weiter sie weiterfahre. Das ist ja nicht mehr spaßig. Ich hab den Spiel dann in echt ist wieder was anderes, aber also er fährt auf 0 oben und fährt dann wieder auf 5 auf 4. 4, 2, 0, 1, 2, naja. Und ich sage, ich fahre mir diesen Gewicht-Mod ausnehmen, da hat dann dann ist das einmal ein großer Unterschied. Aber ja, was willst du tun? Dann stehe ich mir mal retour gleich so auf wie durch, oder? Hätte ich gesagt. Wenn wir gut sind, zählen wir so. Wenn wir nicht gut sind, fahren wir es einfach so. Das gibt's ja nicht. Also, ich will mir nicht skien oder ärgern. Aber das hat nichts mehr mit Realismus zu tun, denn das ist einfach. Normal fährt man auch kein Haar beim Sonnenblumendreschen. 7. Das ist euch bewusst, dass ich da gerade mit 3 km/h früh auf die Tour glaube ich nichts. Und nein, es ist nicht das Schnellwerk. Es ist dieser Mod. Ja. Dann machen wir diese Folge noch fertig und dann mache ich. Dann gebe ich den Mod aus. Aber dann ärgert mich das schon. Jetzt auf einmal fahren wir 5. Es gibt. Oh, der Herrschaft 8 km/h. Zähne ohne Probleme. Ja, das ist eine minimale Ansteigung und diese minimale Ansteigung ist im Computer so umgerechnet, dass zum Beispiel 10%, 50% Steigung ist im Computer selber drinnen und das zahlt sich dann halt 3-mal aus. So, fahren wir gleich da oben, jetzt stichst du drüben oben noch mit durch. Jetzt kannst du auch gleich noch mal oben fahren. Schaut's an, ich fahre ohne Probleme meine 10 km/h da oben. Ohne, dass mir irgendwer was sagt, wie schnell das ich fahren muss. Nur, dass diese kleine minimale Steigung da ist. Und die ruiniert eigentlich das ganze Spielverhalten, diese Spielphysik, diese Spielgaudi. Na gut, es ist jetzt minimal. Ist Schatz und der fahr mal vor der bergauf wenigstens 10 km/h, 12 km/h, aber das Ding ist unten schnell weg und er fährt langsam, sprich da ist wirklich der Mut schuld, das werden wir außergeben, aber also seid's mir nicht böse. Es ist erstens keine Ansteigung, wenn ich sage, ich fahre statt 10 nochmal 8, okay, aber statt 10 1 bis 4 fahren und hin und her spielen, ist eine Verarschung. Oder, warte, tun wir es gleich wieder. Beziehungsweise, wir fahren jetzt auf, dann machen wir die Folge fertig und dann gebe ich das. Ich kann nicht mehr ein Tempomat mehr reingeben. Geil. Aber das geht. Radiosender wechseln geht. Und da geht er wieder ganz normal. Ich sag's ja. Das Spiel ist komisch. Schicken wir dann einmal oben durch. Gleich den kurzen da. Gut, retour, verzeiht sich, dass er langsam fährt, weil es ein metrischer ist. Und
Aber ich werde es noch gleich sehen, wollen wir jetzt noch mal auffahren ohne diesen Gewichtsmod. Wird es sich nicht so zählen und es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß und die Zeit vergeht dann auch passender. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, liken, abonnieren, ihr habt es gesehen. Es gibt Sachen, die sind auch nicht perfekt und die gehen aber mir noch voll in die Hose. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich gleich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Pfiat, servus.